Hallo an alle. Willkommen auf Sophies Märchenkanal. Machen Sie es sich so bequem wie möglich und lassen Sie Ihre Sorgen und Ihren Stress hinter sich. Diese Zeit dient der Entspannung. Atmen Sie ein und spüren Sie, wie die Anspannung Ihren Körper verlässt. Schließe deine Augen und träume von der Geschichte, die ich dir erzählen werde. Eine komische und romantische Geschichte aus der Welt des Balletts. Coppelia. In einem Bergdorf auf einem fernen Berggipfel lebte einst ein Erfinder namens Coppelius zusammen mit Coppelia, seiner Tochter. Jeden Tag saß Coppelia auf dem Balkon ihres Hauses und las ein Buch, aber sie bewegte sich nie oder sprach nicht. Selbst Schwanhilde, das beliebteste Mädchen im ganzen Dorf, konnte kein Wort von ihr nehmen. Eines Morgens ging Schwanhilde glücklich auf den Platz hinaus und richtete ihren Trill auf Franz. Zu ihren großen Überraschung sah sie, wie er Coppelia breit grinste und ihr eine Schar von Wolken schickte. Jungs, die flirten, sind die schlechtesten Zeitkameraden, schießte Schwanhilde und Franz, der sie noch nie gesehen hatte, erschrak. Bevor er sich dafür entschuldigen konnte, dass er es mitgebracht hatte, kamen ihre Freunde und buten sie aus. Die Dorfkirche, sagten sie, hatte auch Zams und Glocken gekauft. Morgen klingelt es für alle zukünftigen Bräute, sagte der Präsident des Dorfes in Schwanhilde. Wirst du unter ihnen sein? Unfähig, ihre Tränen zu verbergen, schüttelte Schwanhilde traurig den Kopf und rannte weg, so dass Franz Unwissenheit vortäuschte. Am selben Abend, als Dr. Coppelius seine mysteriöse Mauer verließ und beschloss, im Dorf spazieren zu gehen, überfielen ihn ein Haufen kleiner Kinder und warfen sich vor ihn, um ihn zu erschrecken. Der alte Erfinder fing an, sie mit seinem Stock zu schlagen, um sie zu vertreiben. Als Schwanhilde und ihre Freunde die Aufregung hörten, gingen sie auf den Platz, aber niemand war mehr da. Plötzlich bemerkte Schwanhilde etwas, das im Staub der Straße leuchtete. Es war der Schlüssel zu Dr. Coppelius Haus, der ihm in den Wirren zugefallen war. Glück für uns, rief sie. Jetzt können wir Coppelia persönlich treffen. Als die Mädchen gingen, erschien Franz im Mondlicht mit einer Leiter. Er hatte geplant, auch Coppelia zu besuchen. Ohne sich von ihrer Ängste zu lösen, brachen die Mädchen in Dr. Coppelius Labor ein. Dort sahen sie gefaltete Hände, Kugelaugen und verzweifelte Körper, alle regungslos wie auf Stein. Schwanhilde zog einen Vorhang in den Staub und fand Coppelia, die auf ihrem vertrauten Stuhl saß und ihr vertrautes Buch las. Guten Abend, sagte sie höflich zu ihr,
aber natürlich bekam sie keine Antwort. Sie kam noch näher. »Hast du das stille Wasser getrunken?« fragte sie ihr und nahm keine Antwort. Dann streckte sie die Hand aus und zog an ihrem Rock. Quelle reagierte wieder nicht. Schwanhilde beugte sich noch weiter, fixierte ihr gegenüber mit den Augen und brach plötzlich im Lachen aus. »Sie wird nie reden«, sagte sie zu ihren zitternden Freunden, »weil sie eine Puppe ist. Jeder hier ist eine Puppe.« Vor Aufregung springend begannen die Mädchen, die Spielzeuge zu stimmen und untereinander zu tanzen, wobei sie die Werkstatt auf und ab drehten. Sie machten einen solchen Lärm, dass sie, als Dr. Coppelius unter ihnen auftauchte, ihn nicht einmal verstanden. »Raus! Alle raus!« schrie er und schlug mit seinem Stock auf ihre Beine, als sie wegrannen. Schwanhilde sah, dass sie nicht fliehen würde. Er steckte sich hinter dem Vorhang neben Coppelius. Endlich allein sammelte Dr. Coppelius immer noch die verstreuten Stücke ein, als Franz plötzlich vom Balkon aus das Labor betrat und aufhörte zu stöbern. Der alte Erfinder traute seinen Augen nicht. »Warum werde ich so tyrannisiert?« wunderte er sich, aber diesmal bereitete er sich darauf vor, sich den Invasoren zu stellen. »Was willst du?« knurrte er und packte Franz am Arm. »Ich möchte um die Hand deiner Tochter bitten«, stammelte Franz. Dr. Coppelius lächelte. Sein Lächeln war warm, aber seine Augen kalt. Eine Idee war ihm gerade in den Sinn gekommen. »Setz dich und trink etwas«, murmelte er, »und dann werden wir uns wie gute Freunde diskutieren.« Er schob Franz auf einen Stuhl und begann ununterbrochen sein Glas zu füllen. Er hatte den Wein mit einem Zaubertrank gemischt. Sobald Franz eingeschlafen war, schnallte sich Dr. Coppelius an und machte sich an die Arbeit. Dr. Coppelius zog den Stuhl mit dem Mädchen in die Mitte der Werkstatt und beobachtete sie stolz. Sie war die schönste Puppe, die er je gemacht hatte, und jetzt würde er ihr auch das Geschenk des Lebens machen. Nachdem er die Diagramme in seinem Zauberbuch konsultiert hatte, murmelte er einige alte Beschwörungen. Dann zog er Energie aus Franzes Augen, Muskeln und Knochen und goss sie auf Coppelius. Zuerst blitzelten ihre Augen. Dann zuckte sie die Achseln. Und dann stand sie auf und machte ein paar steife Schritte. Dr. Coppelius war fast erstaunt. Er beobachtete, wie sich seine Puppe von selbst bewegte und drehte, und seine Hoffnungen wurden immer höher. Nachdem er sich mit aller Kraft gesammelt hatte, legte er seine Hände an Franzes Brust, saugte die Wärme seines Herzens auf und führte sie an Coppelius Seite. Ein kleines Lächeln spielte auf ihren Lippen, und sie begann zu atmen.
Dr. Coppelius zitterte vor Freude, als er sich über ihre Brust beugte und auf ihren Herzschlag hörte. Aber natürlich schlägt mein Herz, dachte Schwanhilde, da ich eine echte Person bin. Du könntest ein Dummkopf sein, das nicht zu verstehen. Dr. Coppelius war kein Dummkopf, aber seine Liebe zu seiner Schöpfung hatte ihn geblendet. Er hatte nicht bemerkt, dass Schwanhilde einfach Coppelia repräsentierte, und je schneller sie vor ihm tanzte, desto glücklicher fühlte er sich. Schwanhilde wurde unterdessen des Tanzens müde, als sie Franz bemerkte, der auf dem Tisch nachte. Solange sie sich entscheidet, ihn zu wecken, stimmen sie gleichzeitig auch alle anderen Puppen, damit die Störung nicht die Aufmerksamkeit von Dr. Coppelius auf sich zieht. Schatz dich bitte vorsichtig hin, protestierte der Erfinder und rannte westlich von ihr weg, um Schaden zu vermeiden. Aber Schwanhilde wollte ihn nicht hören. Sie zog Franz auf die Füße, führte ihn zur Tür hinaus und rannte davon. Desolat brach Dr. Coppelius zusammen. Neben ihm lag der leblose, zerstörte Körper seiner geliebten Coppelia, die tatsächlich nicht zu Leben erweckt worden war. Früh am nächsten Morgen versammelten sich alle Dorfbewohner im Hof des Herrenhauses. Der wohlhabende Besitzer hatte ihnen eine neue Glocke versprochen und sie waren alle eingeladen, ihre Ankunft zu feiern. Blumenzöpfenbänder, hell und bunt, bewegten sich mit dem Wind. Alle neuen Paare hatten den Segen des Dorfvorstehers zusammen mit einer kleinen Mitgift erhalten. Händchen haltend waren Schwanhilde und Franz die ersten in der Prozession der glücklichen zukünftigen Bräute. Doch wenn der Dorfpräsident dem reichen Wohltäter für die Glocke dankte, tauchte plötzlich ein Schatten im Garten des Herrenhauses auf. Dr. Coppelius hatte Coppelia in eine Decke gewickelt und sie aus seinem Labortörtchen getragen. Er war wütend. »Ich verlange eine Klärung«, knurrte er und zeigte auf die beschädigte Puppe. »Ich verlange eine Entschuldigung. Jemand muss für den angerichteten Schaden aufkommen. Ich fordere Gerechtigkeit.« Schwanhilde und Franz flehten ihn an, ihnen den Witz zu verzeihen, den sie ihm vorgespielt hatten. »Bitte nehmen Sie meine Mitgift«, sagte Schwanhilde. »Es ist nicht groß, aber es könnte ausreichen, um den Schaden zu beheben, der wir angerichtet haben. Wir wollten sie nie mit unseren Witzen verletzen.« Sie war so süß, wenn sie lächelte, und ihre Stimme hatte so oft richtige Grüße, dass Dr. Coppelius ihr sofort verzieh. Und als der Präsident ihm auch noch einen Beutel mit Goldschmuck gab, war sein Zorn völlig verflogen. Mit heiserer Stimme murmelte er Wünsche für Schwanhilde und die anderen schönen Bräute und kehrte glücklich in seine Werkstatt und seine treuen Puppen zurück. Hans hielt Schwanhilde in seinen Arm. »Ich habe keine Gefühle mehr für Puppen«, sagte er ihr. »Die echten Mädchen sind viel lebhafter und haben mehr Spaß. Ich biete dir mein Herz mit Freude an, Schwanhilde.« »Gut«,
antwortete sie mit einem schlauen Kichern, und ich akzeptiere es gerne.